Ja, willkommen zu Teil 2 von unserem Amphibienfahrzeug. Das Auto geht jetzt zur KW. Es gibt da jetzt ein schönes V4. Ich kann jetzt nur hoffen, dass bei KW was gefilmt werden kann, weil wegen Corona konnten wir natürlich jetzt nicht mit zur KW und konnten das filmen. So, jetzt geht das Tor auf. Klassischer V4-Effekt. Ja, das Auto war jetzt schon beim Folierer bei LP Foil, hat schon komplette X-Pill-Folie bekommen. Dann hat seitlich ein bisschen Werbung bekommen, jetzt einfach mal drauf. Bevor wir wieder ohne Werbung rumfahren, so wie mit dem M8, haben wir uns gedacht, klatschen wir einfach mal was Fett auf die Seite drauf. Und natürlich hat die Werbung jetzt auch mal Minimum 50 PS gebracht, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ja, dann viel Spaß beim Zuschauen. Ja. Servus, kurzes Update aus Fichtenberg. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen X6M Competition von Aulinski im Haus. Dennis, du kannst mir hier reinschwenken. Erstmalig die KW Variante 4 in einem SUV. Haben wir natürlich auch einen schönen Entwicklungsträger. Danke nochmal an euch, auch von Aulinski. Zum Fahrwerk an sich. Dennis, am besten nimmst du das Ganze jetzt hier mal close-up-mäßig fest. Für die Restgewinde-Liebhaber einiges an Restgewinde. Natürlich hier der tiefste TÜV, abgenommene Bereich eingestellt. Dennis und ich werden jetzt gleich noch eine Runde fahren mit dem Fahrzeug. Fährt jetzt schon traumhaft, kann ich euch schon mal sagen. Wir gehen jetzt aber auch gleich noch mal näher drauf ein, so Fahreigenschaften vorher, nachher. Einfach, um das euch noch ein bisschen näher zu bringen. Generell muss man dazu sagen, das ist die erste Variante 4 in einem SUV. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir auch die Variante 4-Technologie für die SUV-Fahrzeuge anbieten, einfach weil ja, die Fahrzeuge werden immer sportlicher, immer performanter. Variante 3 ist schon gut, aber Variante 4 ist gerade von X6M Competition einfach ein wahnsinnig gutes Fahrwerk. Werden wir jetzt aber gleich bei der Fahraufnahme sehen, beziehungsweise bei dem Fahrtest, und bis später. Noch kurz die Tankkarte holen, weil dieses Kfz, ich finde es schon. Ja, aber ich glaube, die Anstellung. Ja, dann lassen wir das auf jeden Fall so mit drin. Dieses Kfz braucht sehr viel Sprit. Ja. Ich hole kurz die Tankkarte, ich bin gleich wieder da. Tankkarte Fehlanzeige. Da ist es. Spritsparend fahren heißt es. So, willkommen zurück. Jetzt im Fahrzeug. Achsvermessung durchgeführt. Wir machen jetzt noch eine kleine Probefahrt, einfach um euch ein bisschen mitzunehmen, wie das Ganze fährt. Dennis, ich meine, du hast ja jetzt auch schon mit dem X5M diverse Erfahrungen gemacht. Jetzt ja. Fahren wir im X6M. Mhm. So, was ist deine Meinung aus dem Bauch raus? Was so die jetzt SUVs? Hier vom Hof her. Ja, vom Hof her. Das ist auf jeden Fall angenehm, also komfortabel auf jeden Fall noch. Genau, und darin liegt ja eigentlich auch die Wahrheit. Viele denken ja immer, Sportfahrwerk muss mega straff sein und Co. Und so ein SUV wird dann mega unkomfortabel, nicht alltagstauglich, weiß der Geier was. Aber jetzt so mit der Variante 4, auch gerade mit der Ventiltechnologie, wird das Ganze einfach, also es ist wahnsinnig smooth. Trotzdem hat man das Gefühl, das Fahrzeug ist mega gut abgestützt. Und auch generell jetzt hier bei dem X6M, ich meine, das ist schon ein Klopper, muss man schon sagen. Und original merkt man das auch. Nicht, dass BMW da einen schlechten Job macht, aber man merkt es einfach auch schon, jetzt, wenn man gerade so jetzt hier in die Kurven fährt, wie sich das Originalfahrwerk dann einfach brutal, oder wie das Fahrzeug generell brutal wankt. Und eben jetzt hier durch das andere Federnpaket, durch die andere Dämpfung von der Variante 4, haben wir diesen Effekt eben nicht mehr, was dafür sorgt, dass das Fahrzeug sich halt, ja, ich müsste jetzt lügen, locker so 5, 6, 700 Kilo einfach leichter anfühlt. Das können wir jetzt aber auch gleich nochmal genauer testen, beziehungsweise euch irgendwie versuchen zu vermitteln, wie das Ganze jetzt hier fährt. Jetzt nehmen wir mal eine relativ schlechte Strecke. Also wir haben hier so unsere typische KW-typische Teststrecke. Die fahren wir jetzt noch kurz mit euch. Genau. Also ich denke, man sieht und hört schon, das ist alles andere als eine gut ausgebaute Strecke. Und hier trennt sich ja im Endeffekt auch die Spreu vom Weizen. Also wenn jetzt hier ein Fahrwerk gut abgestimmt ist und halt auch gleichzeitig noch den nötigen Restkomfort hat, dann kann man hier auch echt gut drüber fahren, auch mit so einem schweren Klotz. Und ja, das Feed,
Feedback vom Fahrwerk ist einfach der Wahnsinn. Wir haben jetzt hier vorne eine relativ enge Kurve und ich denke, da kann man dann eigentlich auch, kann ich euch jetzt zumindest mal berichten, wie sich das Fahrzeug verhält. Und ich denke, viele BMW-Fahrer werden das Problem kennen. Das originale Sportfahrwerk von BMW, auch gerade mit den drei Modis, ist mega okay so. Aber derjenige, wo halt einfach höhere Ansprüche hat, der ist mit der Variante 4 einfach dann besser bedient. Und man merkt jetzt auch hier, ich fahre jetzt hier die Kurve rein, das Fahrzeug ist wesentlich besser abgestützt. Wir haben weniger Wankbewegungen. Und ja, vom Handling her fühlt sich das einfach, wie gesagt, nicht an wie ein SUV. Es ist einfach, ich weiß nicht, Dennis, wie ist deine Meinung? Ja, ist auf jeden Fall absolut komfortabel. Also man fühlt sich sicher, finde ich, als Beifahrer auf der Straße, nicht irgendwie wackelig. Ja. Und auch von den Bewegungen, ne? Man kennt es ja so, man geht relativ sportlich in eine Kurve und merkt dann eigentlich auch schon, okay, da kann ich nicht schnell fahren. Ja. Man soll natürlich nicht immer schnell fahren, aber wenn ich jetzt hier so eine langgezogene Kurve habe, das Fahrzeug fühlt sich nicht an wie ein SUV. Ne? Nein, absolut nicht. Geht gut um die Kurve, trotz schlechter Fahrbahn. Um das Ganze jetzt nochmal in Action zu sehen, würde ich jetzt meinen Dennis da vorne kurz rauslassen. Dann fahren wir kurz, mache ich kurz so einen Flyby. Seht ihr, wie das Auto auch von außen aussieht mit der Tieferlegung in Action. Dann schmeiße ich dich da vorne einfach kurz raus. Jo. Ich habe es ja vorhin im Axmes-Raum schon angesprochen. Es ist jetzt die erste Variante 4 für SUVs, beziehungsweise generell, dass wir für eine SUV-Plattform eine Variante 4 anbieten. Wie gesagt, einfach aus dem Grund, weil ich meine, ein X6M, das fühlt sich ja gerade nicht unbedingt an wie ein SUV. Auch schon ab Werk eigentlich nicht. So die Leistung spricht für sich, das Fahrverhalten an sich spricht für sich. Und da wollen wir halt von KW auch einfach die Technologie anbieten, die wir für sinnvoll erachten im Rahmen der Performance vom Fahrzeug einfach. Und da ist die Variante 4, ja, ich denke, man merkt es einfach, wie geil dieses System hier in diesem doch schweren Fahrzeug gut funktioniert. Also das ist schon ein Träumchen. Was viele auch immer falsch interpretieren, Komfort ist Grip, beziehungsweise es ist einfach so, je mehr Komfort ich in einem Fahrwerk habe, desto mehr theoretischen Grip habe ich am Fahrzeug, desto mehr Traktion habe ich. Das interpretieren auch immer viele falsch. Viele denken, man braucht immer ein mega straffes Fahrwerk, dann ist meine Performance umso besser. Das ist einfach nicht so. Je mehr der Reifen auf der Straße aufliegt, umso mehr Grip habe ich einfach und umso mehr Kraft kann ich auf die Straße übertragen und umso besser kann ich das Fahrzeug einfach kontrollieren. Ist nicht ganz einfach das Thema. Ich denke, zu einfacheren Zeiten könnte auch mal der Klaus mal wieder nach Fichtenberg kommen, dann können wir das Thema gerne anschneiden oder einfach auch mal besprechen. Aber da brauchen wir andere Zeiten dafür. Stimmt. So viel zum Fahrwerksupdate aus Fichtenberg. Morgen geht das Fahrzeug wieder zurück zu Aulitzki. Vielen Dank nochmal, dass wir das Fahrzeug haben durften für die Entwicklung und wir sehen uns hoffentlich. Ciao, ciao. Sauderle, der Bernd hat uns das Auto zurückgebracht und ja, leider haben wir keine Einbauaufnahmen mit reinbekommen, weil da relativ wenig Zeit war jetzt beim Einbau und der Entwicklung. Aber wir haben da gerade was in Planung mit euch, mit KW. Da werden wir euch auf jeden Fall mit auf Reise nehmen. Das gibt es dann aber die nächsten Wochen in den anderen Videos bei unserem neuen Projekt. Das müssen wir euch aber erst noch vorstellen. Ja, kurze Statement zu dem Auto. Also ich finde es optisch mega. Es steht jetzt echt sauber da. Das Einzige, was man jetzt noch ein bisschen machen könnte, wären die Spurplatten noch drauf. Finde ich jetzt noch ein bisschen weiter raus mit den Felgen. Das wäre mega, wird es geil aussehen. Aber ich finde es so schon auf jeden Fall richtig cool. Die neuen Felgen werden jetzt dann bald kommen. Da könnt ihr gespannt sein. Da werden wir auch ein Video drüber machen. Das sieht dann bestimmt richtig eskalationsmäßig aus, wenn da jetzt noch richtig fette 23 Zoll drauf kommen. Aber dann hätte ich gesagt, ja, wir drehen jetzt einfach mal eine Runde mit dem Auto. Wir müssen jetzt dann eh gleich noch wohin fahren. Und dann dürft ihr da mit. Dann gibt es noch kurz ein Fazit aus dem Auto. Wir heute schon gefahren, jetzt glaube ich 400 Kilometer heute schon gefahren mit dem Auto. Ich muss sagen, gegenüber dem, wie wir das Auto abgegeben haben, Welten dazwischen. Also ich finde es den Unterschied
eigentlich genauso krass wie beim M5. Also wirklich brutal. Das Auto, wenn wir jetzt so 150 oder 170 oder 180 fahren, sag ich mal, da war der auch dann immer relativ unruhig und man hat immer gemerkt, gut, es waren jetzt auch Winterreifen drauf, aber wir haben ja den Vergleich Winterreifen zu Winterreifen. Muss man trotzdem sagen, das Auto hat immer übertrieben so den hier gemacht, immer so hin und her gependelt. Das ist komplett weg. Also das Fahrzeug fährt sich viel direkter, viel stabiler. Die ganzen Wank- und Neigbewegungen sind viel besser geworden, also echt der Hammer. Und trotzdem, jetzt wenn man jetzt wie hier über so eine über so einen Bodenhubbel fährt, über so eine Platte auf der Autobahn, mega weich. Also muss echt sagen, ist auf jeden Fall richtig, richtig gelungen. Also V4 Perfektion. War beim M5 auch schon geil. Seitdem bin ich einfach von dem V4 überzeugt. Ist mega. Also ich würde da jetzt so auch nichts mehr verstellen selber oder zum Domi sagen, stell mal irgendwas nach. Nee, es ist wirklich perfekt, so wie es jetzt vom KW gekommen ist. Muss man einfach gespürt haben. Ich denke, da kann ich jetzt euch erzählen, was ich will. Aber das muss man einfach mal ausprobiert haben. Wenn jemand von euch so ein XXM Competition oder XXM fährt und will mal wissen, wie so ein Ding mit dem V4 fährt, meldet euch einfach. Ist auf jeden Fall eine Probefahrt wert. Wenn da jemand Interesse hat, ist gar kein Thema. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig, richtig nice. Und ich denke, wenn da die Sommerreifen drauf sind, dann wird das auch eine richtige Fahrmaschine. Trotz der 2,5 Tonnen, was das Ding wiegt, glaube ich trotzdem auf jeden Fall, dass das gut um die Ecken geht. Auch wenn ein schwerer Haufen ist. Ja, dann hätte ich gesagt, wir machen Schluss für heute. Wir bereiten schon mal das nächste Video vor. Wir gehen nämlich jetzt ans Eingemachte. Wir werden jetzt im nächsten Video für euch Zeiten messen. Dann machen wir einmal originale Zeiten, dann verpassen wir dem Auto nochmal eine Software und dann fahren wir nochmal kurz nur mit Softwarezeiten und dann hätte ich gesagt, hauen wir den Motor raus, also bleibt dran. Es wird auf jeden Fall im nächsten Video richtig, richtig spannend, gerade was Zeiten betrifft. Und ja, dann hätte ich gesagt, schönes Wochenende. Ciao.